unseren beiden Referenten, Dr. Thomas Sitte und Professor Wald. Eine wichtige Frage, die sich ergeben hat, ist die nach der kulturellen Eigenart dieses Wunsches nach dem assistierten Suizid. Ist das etwas, was wir hauptsächlich in der westlichen Welt finden, oder ist dieses Bestreben, sich quasi selber um die Ecke bringen zu lassen, auch in anderen Kulturen vorzufinden? Professor Wald. Also so gut kenne ich mich in anderen Kulturen nicht aus, um zu sagen, was da geschieht. Meine Intention ging dahin zu sagen, dass es in unserer Kultur so aussieht, es ist sicher unstreitig so, dass das, was heute als selbstverständlich angesehen wird, dass das, wie das Professor Lindner ja auch gezeigt hat, gerade im Bereich der hochaltrigen Menschen doch eine Option ist, dass das so vor 100 Jahren nicht möglich gewesen wäre, weil man noch gewissen Respekt hatte vor dem, was nach dem Tod kommt. Und wenn dieser Respekt wegfällt, also wenn ich über mein Leben frei verfügen kann, dann habe ich auch andere Optionen. Wie das in anderen Kulturen aussieht, weiß ich nicht, aber in unserer Kultur hat sich das jedenfalls grundlegend geändert. Und man muss das jetzt nicht bewerten, es ist einfach ein Faktum. Menschen ziehen die Konsequenzen aus ihren Überzeugungen, und eben dazu gehört auch, dass sie sich das Leben nehmen, wenn sie keinen Grund haben, es zu lassen. Im Gegenteil, wenn es eben die Lösung zu sein scheint. Ja, vielleicht auch noch vorneweg. Also ich werde das Recht auf die Selbsttötung nicht in Frage stellen. Das ist für mich völlig zementiert, auch aus meiner Sicht, auch das Recht oder die Möglichkeit, dafür Hilfe in Anspruch zu nehmen, sehe ich als gegeben hin. Ich selbst habe ja auch einen kleineren Teil von Menschen aus anderen Kulturkreisen bis zum Tod begleitet. Eher dann sogar Kinder als Erwachsene. Erwachsene in Deutschland mit muslimischem Hintergrund oder aus Asien kommen viel weniger in die Palliativversorgung als die Volksdeutschen, die eingeborenen Deutschen. Das ist erstaunlich. Ich habe von diesen Patienten kann ich keinen einzigen erinnern, wo ich gefragt worden bin. Ich kenne recht gut einen Mönch, Nikodemus Schnabel, der das Auswärtige Amt 2 Jahre jetzt beraten hat. Jetzt ist er in Rom für solche Fragen zuständig. Über interkulturelle, interreligiöse Fragen. Also er hat Diplomaten beraten zu solchen Fragen, wie gehe ich mit Religion um. Und was seine stärkste Erkenntnis war, dabei gesagt, in den Diplomatenkreisen weltweit versteht man uns nicht, wenn wir sagen, ach, wir glauben halt nicht an Gott. Oder wir glauben an solche Sachen nicht. Ein humanistisches Weltbild, ein agnostisches Weltbild versteht man sehr selten in Kulturen, die monotheistisch oder auch hinduistisch oder buddhistisch oder sonst wie geprägt sind, oder auch gerade in Afrika von Naturreligionen beeinflusst sind. Also da scheint es schon Unterschiede zu geben. Und ich kann mir, das ist auch jetzt unwissenschaftlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Trend zur Suizidassistenz, zum selbstbestimmten Sterben, Anführungszeichen, auch irgendwo damit zu tun hat, dass wir diese Religion verloren haben, diese Rückbindung verloren haben auf bestimmte Werte. Deswegen jetzt wertneutral. Und in den Ländern, wo es im Augenblick Diskussion ist, das sind auch gleichzeitig eigentlich die Länder, wo man früher vielleicht einen stärkeren Glauben gehabt hat und jetzt eher säkularer ist. Dass in Spanien zum Beispiel jetzt vor wenigen Wochen plötzlich das Parlament durchgewunken hat, die Tötung auf Verlangen, hat mich nicht wirklich überrascht. Ich würde jetzt ganz gerne noch auf eine Frage eingehen, die das Prozedere betrifft. Das auf uns zu rollen, wenn es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass der assistierte Suizid legalisiert wird. Vorgesehen ist ja da eine Regelung, die analog ist zur Abtreibungsregelung, dass man also hergeht und sagt, es muss eine Beratung geben, dann wird möglicherweise ein Beratungsschein ausgestellt, dann gibt es eine angemessene Wartezeit und dann darf man zur Tat schreiten. Vielleicht erstmal den Praktiker, wie er sich diese Beratung vorstellt und dann aus Sicht des Philosophen, Theologen, was er davon hält. Das ist gute Reihenfolge, sehr gut. Aus Sicht des Praktikers, ich bin Palliativmediziner, Sterbegleiter.
Für meine Patienten ist das absolut unzumutbar. In der Regel. Also wer unerträglich leidet, jetzt leidet und jetzt eine Lösung braucht und jetzt ein Problem hat, der kann nicht beraten werden und Fristen einhalten. Das ist völlig unzumutbar. Der braucht jetzt eine Lösung. Das kann heute sein oder morgen oder nächste Woche, aber alles, was an Fristen diskutiert wird dazu, ist mir viel zu lang. Für einen guten Teil meiner Patienten. Das heißt, ich mache eine Regelung und gleichzeitig habe ich einen nennenswerten Anteil von Betroffenen, die werden dagegen vorgehen müssen. Die Regelung muss schon wieder kippen. Mir fällt auch keine vernünftige Regelung ein für den Fall. Aber es wird irgendwas kommen, fürchte ich. Ja, Herr Sitte, ich muss Ihnen gestehen, mich erstaunt etwas, jetzt was Sie sagen, weil genau diesen Vorschlag, nämlich so etwas wie Beratungsgremien einzuführen, habe ich in einem Papier der Stiftung gefunden, in deren Vorstand Sie sind. Sie haben vergangenen Mai. Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Ja, genau. Das bin ich nicht. Das sind Sie nicht? Nein, ich bin Deutsche Palliativstiftung. Wir ja, arbeiten zwar zusammen. Palliativstiftung, das meine ich. Ich meine auch Ihr Papier, nicht das der Deutschen Gesellschaft. Und in diesem Papier, Punkt 2, 7 zum Schluss, empfehlen Sie Jens Spahn, dass er Kommissionen, Einberatungsgremien einrichtet, analog zur Beratung § 218, die ergebnisoffen und durch entsprechende Experten besetzt zur Frage der Selbsttötung, ja. Zur Frage der Selbsttötung beraten. Sie sagen natürlich, Ziel ist die Suizidprävention. Natürlich nicht die Anstiftung zum Suizid, aber ich frage Sie, ob nicht das, was Sie da vorschlagen, genau dieselbe Wirkung haben wird, wie die Beratung zum Paragraphen 218. Es wird am Ende die Türen nur noch weiter aufmachen. Natürlich könnte man argumentieren, besser wir Gegner des Suizids beraten als die anderen. Das war ja die Strategie von Donum Vitae. Besser wir als Pro Familia. Aber im Endeffekt hat das doch, finde ich, einen ziemlich negativen Einfluss. Es verschiebt die Gewichte ungewollt hin zu der Seite, die sagen, wir haben eben zwei Optionen. Und das war letztlich, als ich das gelesen habe, das war letztlich der Hintergrund für meinen Appell. In diesem Punkt muss unbedingt Eindeutigkeit herrschen. Und die wird in Frage gestellt, wenn nicht am Ende sogar beseitigt, wenn solche Vorschläge von Ihrer Seite kommen. Ja, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Das ging nicht um Gesetzestext, sondern es ging darum, dass wir als Palliativstiftung schon einige Jahre sagen, wir brauchen für Palliativpatienten, für solche Menschen letztlich, die Möglichkeit, dass man hier auch qualifiziert berät fürs ganze Spektrum. Das ist aber jetzt nicht wie Pro Familia vom Ansatz her mit dem Beratungsschein gemeint, sondern eher wie Donum Vitae, wenn man es in diesen Kreisen sieht, die auch durchaus strittig sind. Aber wenn man es in der Gesellschaft so sieht, wie sie hier ist, dazu beitragen kann, dass viele Leben auch gerettet werden. Ja. Und wenn es kommt, dass irgendwas kommt, dann wollen wir gerne, dass es Beratungsstellen gibt, die wirklich umfassend beraten zu allen Fragen, rings um Leidensänderung oder auch Lebensverkürzung. Herr Sitte, das habe ich genau verstanden. Also nicht Pro Familia ist das Modell, sondern Pro Vita ist das Modell. Aber ich hätte doch noch eine Anschlussfrage. Sie haben eben deutlich gesagt, und das finde ich absolut nötig und auch wichtig, dass der assistierte Suizid, den ich übrigens auch im Grunde nur für ein Feigenblatt handelt. Ja. Es geht um was ganz anderes. Und in Deutschland muss man so vorgehen, weil wir diese historische Hypothek am Hals haben, die andere Länder nicht haben. Die können da ehrlicher sein als wir. Aber Sie haben gesagt, das darf keine ärztliche Leistung sein. Es ist keine ärztliche Tätigkeit. Das muss unbedingt in die Berufsordnung. Und da kann ich sagen, voll einverstanden, es ist nötig. Aber dann, auch im selben Papier, eine Erklärung dazu, eine Anlage, sagen Sie, dennoch muss es eben doch jedem, auch dem Arzt
unbenommen bleiben, nicht als Arzt, sondern als Mensch, wenn er es denn vor seinem Gewissen verantworten kann, eine solche Leistung, Hilfestellung anzubieten. Nicht geschäftsmäßig, sondern im Einzelfall. Ja. Da kann ich jetzt nur fragen. Zum einen die Unterscheidung zwischen ärztlicher Tätigkeit und dem Tun des Arztes, sofern er kein Arzt ist, sondern Bürger oder Mensch. Glauben Sie wirklich, dass diese Unterscheidung irgendjemanden überzeugt von denjenigen, die Hilfe suchen? Zweitens, glauben Sie wirklich, dass die Anfragen, die dann aufgrund dieser Unterscheidung möglich sind, den Menschen meinen, der zufällig Arzt ist, oder den Arzt, der zufällig Mensch ist? Das heißt, wird nicht durch diese Unterscheidung das Tor geöffnet dafür, dass man natürlich den Experten, der dann natürlich sagen wird, das mache ich ja nicht, weil ich Arzt bin, sondern weil ich Mensch bin, aber dass man den Experten, den normalen Menschen vorzieht, also den Nachbarn, den Ehepartner, den Bürger und so weiter. Also unterläuft diese gut gemeinte Entscheidung nicht am Ende ihren Zweck? Erst einmal sind die allermeisten natürlich. Allermeisten Ärzte keine Experten für Selbsttötung. Die wüssten so ungefähr, wie man es macht. Apotheker wissen es auch, Tierärzte wissen es besser, andere wissen es noch besser. Das ist eine. Die Diskussion von 2004 bis 2015 und danach auch bis zum Bundesverfassungsgericht war ganz stark davon geprägt, dass immer wieder gesagt wurde, Fake News, Framing, Ärzte müssen ja Angst haben. Wenn ein Arzt hier hilft, selbst im Einzelfall, muss er Angst haben, seinen Operationskollegen ins Gefängnis zu kommen. Weil die Berufsordnung sagt, es ist dem Arzt verboten, er soll nicht, er darf nicht. Das war ein Problem in der politischen Durchsetzung. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, persönlich, wenn in der Berufsordnung drinstände, es ist dem Arzt verboten. Damit könnte ich sehr gut leben. Aber es ist politisch ein absolut in Deutschland nicht durchsetzbar. Bin ich überzeugt und auch manche andere. Wenn drinstände in der Berufsordnung, oder wenn es ärztliche Aufgabe wäre, dann würde es eben dazu kommen, wenn es eine ärztliche Aufgabe ist, dann wird es Leitlinien geben, dann wird es eine Ausbildung geben, dann wird es eine Abrechnungsmöglichkeit dafür geben. Und wenn es keine ärztliche Aufgabe ist, hätten wir die Chance, dass es dazu nicht kommt. Ich würde ganz gerne eine Frage aus dem Chat anschließen. Da geht es im Grunde genommen genau darum, wie sieht denn die Haltung der Ärzteschaft aus? Wie groß kennst du da Zahlen? Wie viele Ärzte gibt es, die sagen, da mache ich mit beim assistierten Suizid? Wie viele gibt es, die sagen, kommt für mich gar nicht in Frage? Ja, ich weiß, dass ich die Right-to-Die-Verbände, die Pro-Stärke-Verbände, recht schwer tun, ausreichend viele Unterstützer zu finden. Die machen schon Werbung, aber finden nicht so ganz viele. Und wenn man im Gespräch ist oder auch Umfragen gemacht hat, dann ist es so, dass etwa ein Drittel bis der Hälfte der Ärzte sagt, bis sogar mehr als die Hälfte nach Umfrage, sowas würde ich überhaupt nicht machen. Und die meisten sind indifferent. Und eben auch noch ein Gutteil gibt auch zu, durchaus zweiständiger Prozentsatz, dass er das machen würde oder schon gemacht hat. Also es gibt da schon genügend Ärzte dafür, aber längst nicht die Mehrheit. Das bedeutet aber auch, wenn du sagst, die Ärzte sind, viele von ihnen sind indifferent, dass da Aufklärungsarbeit notwendig ist. Ja, absolut. Ja. Also einerseits auch selbst Ärzte werfen Tötung auf Verlangen und Suizidassistenz oft völlig durcheinander. Also selbst wir Ärzte, leider. In den öffentlichen Diskussionen geht es noch viel mehr durcheinander. Da wird oft Sterbehilfe gesagt, was ich nur in Anführungszeichen brauche, setze, weil Sterbehilfe ein völlig unklarer Begriff ist. Der eine ist dabei, die Hand zu halten, macht Sterbehilfe, und der andere gibt eine Spritze oder drückt ein Kissen aufs Gesicht. Wie in dem Film Liebe, wer den kennt. Ein wunderschöner Film mit einem furchtbaren Ende, was absolut eingängig Framing macht. Ich hätte noch eine Frage. Gerne. Sie haben einen norwegischen Arzt, dessen Namen ich noch nie gehört habe, als Ihr Vorbild genannt. Und auch ausdrücklich in dem Punkt, dass er in einem extremen Notfall sich selbst vor Gericht angezeigt hat, um etwas zu erreichen natürlich. Ich vermute mehr als nur seinen Freispruch.
Ich weiß nicht, ob Sie den Film Ich klage an kennen. Ich kenne ihn, ja. Der endet genauso. Der Angeklagte, Professor Haidt, nimmt die ihm ausgestreckte Hand, stellt er aus, dass die Tötung seiner Frau ihm genauso gut auch hätte, der Tod seiner Frau genauso gut auch hätte auf die inzwischen eingetretene Verschlimmerung ihres Zustandes zurückgeführt werden können. Nein, er lehnt sie ausdrücklich ab, damit das Gericht ein Urteil spricht, jetzt über seine Position. Und er dreht den Spieß rum und klagt an. Die Inhumanität einer Gesetzeslage, die Menschen einfach zwingt, anderen in solchen extremen Notlagen nicht helfen zu dürfen. Wieso sind Sie so sicher, dass Ihr Beispiel nicht in derselben Weise instrumentalisiert wird, um zu sagen, ja, es ist inhuman, was wir haben. Wir müssen endlich einräumen, dass in extremen Fällen die Tötung auf Verlangen ein Recht ist. Also etwas, das nicht vom zufälligen Entscheid eines Gerichts abhängt, das ist ja auch immer so eine Frage, wer ist da der Richter, sondern dass eine Rechtslage schafft. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht dazu führen wird. Da bin ich mir auch nicht sicher, aber wenn zwei das Gleiche tun, ist es nicht dasselbe. Und der Professor Haidt und Professor Husebill fangen beide mit H an. Das ist auch die einzige Gemeinsamkeit. Und Stein ist wirklich ein absoluter Gegner von Lebensverkürzungen. Und hat damit auch deutlich gemacht und auch immer dazu sagt er ganz deutlich, das sind so extreme Einzelfälle, die müssen verboten bleiben. Er will dafür keine Erlaubnis haben. Das fordert er auch ganz klar. Und Ich klage an hat die Aktion T3 eingeläutet, wo dann eben massenweise lebensunwertes Leben beseitigt wurde. Und da wollen wir zum Glück im Augenblick noch nicht hin, aber selbst da habe ich was bei der schiefen Ebene, ob man noch hinkommen kann. Aber natürlich alles, was ich sage, kann auch dem nicht ausgelegt werden. Ja, vielen Dank für diese ganz spannende, interessante Diskussion, für die wunderbaren Vorträge, die wir heute von Ihnen beiden gehört haben, auch für dieses Gespräch jetzt noch einmal. Ich bedanke mich herzlich bei allen Zuhörern, hier im Saal und draußen an den Bildschirmen.